Ich habe mit meiner Freundin DMZ gespielt, okay? Und bevor wir auf dieses geile Thema kommen, was wir wirklich heute haben, ich werde euch die Munitionstypen in MW2 vorstellen. Und jetzt könnte man denken, dass das ja irgendwie voll unnötig ist. Ich schwöre es euch, Leute, wenn wir mit den Munitionsarten durch sind, und das wird einige überraschen, werdet ihr nochmal dreimal überlegen, ob ihr nicht ein oder andere Art von Munition, die wir haben, hallo Hund, tatsächlich in eure Klassen mit reinbauen wollt. Aber ich spiele mit meiner Freundin DMZ und hier ist ein kleiner Clip. Sagt mir bitte, und dieser Modus wirklich, er macht unfassbar Spaß. Ich weiß, einige sagen, er meckert immer, aber DMZ macht wirklich Fun und das ist ja offiziell in der Beta. Da ist so viel machbar. Schaut euch mal an, wie wir in letzter Sekunde mit vollgesteckten Loot noch abgehauen sind. Meine Waffe hin. Prezi. Oh mein Gott. Prezi. Leg dich hin. Also dieser Präzisionsluftschlag, die Info. Die ist doch einfach mitten in deinem Bildschirm. Da unten. Oh, 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 belebt. Nein, 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 nein. Also, grundsätzlich möchte ich euch ganz ehrlich sagen, dass ich selber nicht wirklich vorhatte, mich mit den Munitionstypen an und für sich, die wir ja auf den meisten SMGs und ARs komplett nehmen können, irgendwie zu befassen, weil meiner Meinung nach ist eine Munitionsart schon seit 2-3 Jahren immer eher so, ja, man kann es nehmen, wenn man irgendwie mit Brandmunition jemanden nerven will, aber es hat irgendwie für mich keinen wirklichen Effekt gehabt, außer dass es halt, ja, einen Aufsatzslot wegnimmt. Ace hat vor, keine Ahnung, 2, 3, 4 Wochen ein Video dazu gemacht, das werde ich euch verlinken. Das heißt, die Infos, die ich jetzt habe, sind auch komplett von da. Ich gebe sie euch hier weiter. Ihr könnt euch das da sehr, sehr gerne im Original angucken. Er macht das auf eine Art und Weise, wie ich das niemals könnte und das auch in Ordnung. Ich will hier niemanden kopieren. Aber solche interessanten Sachen, vielleicht schaut ihr euch englische Videos gar nicht an, will ich euch trotzdem beibringen. Wir werden auch nicht wirklich jetzt komplett bei jedem ewig ins Detail gehen, aber ich möchte euch ein paar Nice-to-Know-Sachen sagen und dann auch 3 Klassenvarianten, die ihr für Short-Range, Long-Range und für Warzone nehmen könnt, wenn ihr mit eurer Aufmerksamkeit-Munition, die ihr ja eben auf die Waffen tun könnt, euch bei gewissen Situationen einfach einen Vorteil verschaffen wollt oder zumindest keinen Nachteil. Und gerade in MW2 ist es ja, ob jetzt beabsichtigt oder nicht so, je mehr Aufsätze, desto eher ist das Potenzial da, dass ihr euch die Waffe, euer Klassensetup kaputt macht und damit, im Multiplayer kann man damit leben, aber gerade in Warzone, umso mehr Aufsätze, umso schlechter die Waffe, umso schlechter die Waffe, umso niedriger die Chance, dass ihr einen dicken Win holt. Als allererstes etwas, was ich euch auch gerne zeigen würde, und zwar die Zerfallmunition. Ihr seht es, plus ist Wundenwirkung, wo man jetzt erstmal so überlegen würde, was ist es. Negativ, wo ich schon sagen würde, das will ich nicht. Effektive Reichweite, das heißt, bis zu welcher Reichweite macht eure Waffe noch den bestmöglichen Schaden, und Durchschlagskraft, das heißt, wie viel Schaden macht meine Waffe, wenn ich durch eine Holztür schieße, durch eine Wand. Im Vanguard konntet ihr durch alles schießen, in MW2 nicht mehr so ganz. Das heißt, schon beachtliche Nachteile für den einen Vorteil Wundenwirkung. Und ich zeige euch mit meinem zweiten Bot-Account, was das eigentlich bedeutet. Zerfallmunition sorgt in realen Zahlen dafür. Normalerweise heilt ihr euch komplett, egal wie viel Leben ihr verloren habt, zu ich heile mich komplett, also wieder 100 Leben, bin wieder komplett einsatzfähig, in 5 Sekunden. Mit Zerfallmunition sorgt ihr dafür, dass der Gegner sich nicht mehr sofort heilen kann und auch mit Stim das nicht einfach unterbrochen wird, sondern die Heilungszeit geht auf 9,7 Sekunden. Das heißt, er heilt sich doppelt so langsam. Das Problem bei dem Ganzen ist aber folgendes. Ihr habt selber ja keinen großen Vorteil davon, gerade im PvP, wenn wir Multiplayer spielen, dass der Gegner eben die Gesundheitsregeneration nicht nach 5 Sekunden startet, sondern nach 9,7 Sekunden. Aus dem einfachen Grund, dass ihr in so close
Gunfights eigentlich seid, dass er entweder stirbt oder ihr stirbt. Es ist ja selten, dass ihr einen anhittet, er läuft weg, ihr läuft ihm im Multiplayer hinterher und tötet ihn 3 Sekunden später. Deswegen würde ich euch vor allen Dingen, Durchschlagskraft geht um 40% runter, das heißt, ihr schießt mit weniger Schaden durch Türen, durch Wände, das könnt ihr euch sparen, und effektive Reichweite sind nur 5%, die runtergehen, das macht jetzt nicht einen großen Unterschied, aber dafür, dass der Gegner sich nur langsamer regeneriert, ist es eher ein Aufsatz, den ich nicht empfehlen würde. Das zweite ist die 556 Hohlspitzmunition. Die Hohlspitzmunition steht hier, Zerstörwirkung plus, sagt erstmal nicht viel, Geschossgeschwindigkeit minus. Geschossgeschwindigkeit ist eins der wichtigsten Attribute, die wir bei den Aufsätzen für Munition haben. Und Durchschlagskraft weniger. Durchschlagskraft, wie gesagt, alles was eine Tür ist, Fenster ist, überall wo ihr durchschießen könnt. Zerstörwirkung bedeutet, zeige ich euch auch hier einmal, diese Munition hat nur eine Wirkung, eine positive für euch, wenn ihr den Gegner in die Beine trefft. Das heißt, ob in den Fuß, ins Knie, in den Unterschenkel, in den Oberschenkel, alles was unter der Taille ist tatsächlich, ich habe es ja hier getestet, sorgt dafür, dass der Gegner, wenn er sprintet, nicht mehr weiter sprinten kann, verlangsamt wird. Das sind diese Geschosse, die sich dann eben verformen und dann erst wieder weitersprinten kann. Das heißt, wegrennen kann man damit nicht wirklich vor euch. Muss euch trotzdem sagen, dass ich den Mehrwert der Munition nicht wirklich sehe. Denn normalerweise wollt ihr sichere Hits haben. Und die sicheren Hits sind immer im Oberkörper Richtung Kopf, Bauchbereich. Gerade weil wir da die geilsten Damage-Profile haben, wenn es nicht gerade der direkte Headshot ist. Und wenn ihr aktiv auf Beine zielt, macht es einfach keinen Sinn, weil ihr in der Regel am wenigsten Schaden macht. Panzerbrechend. Jetzt kommen wir zu den spannenden Dingern, die ich euch empfehlen möchte. Und normalerweise habe ich keiner Klasse Panzerbrechend drin, weil ich mit Waffen nicht auf Streaks schieße und jetzt nicht so häufig durch Wände und Türen schieße, was auf manchen Maps geht. Auf Embassy geht es sehr, sehr gut. Es geht in der Hotel-Map sehr, sehr geil, wenn die Gegner auf C sind. Könnt ihr durch, da ist so eine, wenn ihr bei C raus wollt, Richtung B, ist da so ein großes Holztor. Da könnt ihr durchschießen, Leute. Und wenn Leute auf C die Flagge einnehmen, könnt ihr da Kills durchmachen. Ist manchmal ganz cool und sie bezeichnen euch als Cheater, aber ich sag's euch nur. Auf jeden Fall plus Durchschlagskraft, plus Fahrzeugschaden. Dafür ist ja panzerbrechend meistens, wenn irgendwie dein Gegner Armored Vests hat, was früher oftmals war. Oder eben, wenn eine Streak da ist, ob das eine fahrende Streak ist, ob das eine fliegende Streak ist, dass er sie damit tötet. Ich habe versucht, euch das zu zeigen, wie viel Munition ich brauche für eine fahrende Streak. Und ich kann euch eins sagen, sowohl das private Game auf der PS5 als auch das private Game auf dem Zweit-Account am PC stürzt seit einer halben Stunde alle 3 Sekunden ab. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Ace hat es mit dem Auto getestet, ihr könnt mir es glauben, ihr könnt es bei ihm sehen, ihr braucht es auch nicht sehen. Ihr braucht 40% weniger Munition bzw. 40% mehr Schaden mit panzerbrechender Munition und Durchschlagskraft ebenfalls 40% bei Türen, Wänden und sonst was. Das heißt, eure Kugeln, wenn ihr durch Türen schießt, machen deutlich mehr Schaden als vorher. Ihr büßt 2,5% Geschossgeschwindigkeit ein. 2,5% werdet ihr in der normalen Multiplayer-Runde niemals merken. Ihr werdet, wenn Infinity Ward auf jeder Waffe 3% runternehmen würde, ihr würdet es gar nicht merken. Deswegen ganz klare Empfehlung, wenn ihr sagt, ihr wollt öfter mal schnell eine Drohne abschießen mit wenig Munition oder eine Konterdrohne oder sonstiges, das hier absolut the way to go. Wenn ihr gerne mal irgendwie ein bisschen pre-fired durch die Türen durchschießt, durch Wände durchschießt, wenn ihr Leute ärgern wollt, panzerbrechende Munition von mir eine dicke Empfehlung. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und gerade wenn ihr eine Waffe habt, die sowieso eine sehr hohe Geschossgeschwindigkeit habt, einfach das hier drauf, ihr tut euch keinen Schaden damit und es hilft. Überdruckmunition. Ich habe ehrlich gesagt bis heute überhaupt noch gar nicht kapiert, was die eigentlich tut. Und es steht ja Ziel zurückzucken und minus Rückstoßkontrolle. Die Rückstoßkontrolle, ich habe es jetzt bei einer Hurricane eben getestet und dann ist das Game wieder abgestürzt. Also es ist wirklich so unfertig, das Spiel. Man sieht, dass der Recoil ein bisschen mehr wird, aber wirklich nicht so, dass es ein Problem darstellt. Und der Flinch, über den wir in einem anderen Video schon gesprochen haben, wird dadurch beim Gegner erhöht. Es kommt aber eben immer darauf
an, welche Waffe der Gegner selber in der Hand hat und nicht welche Waffe ihr habt, mit der ihr auf ihn schießt. Das heißt, es ist eigentlich egal, ob ihr mit einer MP auf ihn schießt oder mit einer AR oder mit einer Sniper. Der Flinch bei ihm wird dadurch berechnet, was er für eine Waffe hat. Und wenn ihr eine normale Lobby habt, lohnt es sich nicht, diesen Aufsatz drauf zu machen, weil das Ziel zurückzucken bei einer MP, beim Sturmgewehr, LMG, Kampfgewehr ist minimal. Habt ihr so eine richtig abgefuckte SPR nur Sniper Lobby, kann ich euch den Aufsatz empfehlen. Es hilft euch dabei, dass das Scope von den Gegnern, wenn sie euch anvisieren, deutlich höher geht. Knapp 12-13%. Das lohnt sich. Bevor ich jetzt kurz mit den letzten zwei weitermachen und euch auch noch die Klassentipps gebe, dann gibt es noch ein richtig geiles, was ihr noch gar nicht wisst. Mein Partner Loot, Leute, hat eine Mystery Edition rausgeholt. Ich habe sie gestern im Stream geöffnet. Wer nicht dabei war, ist selber schuld, leider. Diese Mystery Edition in der wunderbaren Form, wie sie hier gibt, ist relativ einmalig. Aber ihr könnt zum Black Friday mit dem Code BLACKJACK, finde ich ganz cool eigentlich, euch die Mystery Edition holen. Wenn ihr also die nagelneue Sorte Clover Curse endlich mal probieren wollt, sie ist heute erst da und wer die Black Edition gefeiert hat, die limitiert war, dem kann ich es nur empfehlen. Falls ihr euch nicht mehr dran erinnert, Leute, da ist sie. Das war ja die limitierte Black Edition, die ich ja schon sehr gefeiert habe, auch geschmacklich eine meiner absoluten Lieblingssorten. Mittlerweile haben wir eben die Black Edition nicht mehr dabei, dafür gibt es die permanente neue, die, und ich kann es euch sagen, sehr, sehr ähnlich ist, aber absolut heftig, neue Aufmachung, nochmal Geschmack verändert worden, nochmal weniger Zucker, nochmal verbessert worden. Code BLACKJACK lohnt sich dafür. Und wenn ihr sonst sagt, ah, ich hätte aber eigentlich ganz gerne irgendeine andere Sorte noch dazu oder sonst was, es gibt das dicke Black Friday Angebot. Kann ich euch auch nur empfehlen von Herzen. Ihr wisst, ich liebe Loot, ich liebe Mind. Ich habe so viel hier, was teilweise schon leer ist. Manche davon sind mittlerweile leer. Es gibt jetzt noch bis zum 27.11., das heißt, wenn ihr das Video heute seht, nur noch 2 Tage und ich arbeite seit ungefähr 10.000 Stunden an diesem Video schon, gibt es immer noch die Option, zu jedem Cube, den ihr bekommt, bekommt ihr 10 Euro geschenkt und ihr kriegt noch einen Gratis-Shaker zu jedem Cube, den ihr euch bestellt. Da ebenfalls BLACKJACK als Code eingeben, das lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr theoretisch 20 Cubes bestellt, bekommt ihr halt 20 Shaker gratis dazu. Kommen wir aber zu der letzten wichtigen Variante und dann kommen wir noch zu den scheiß Brandmunitionsaufsätzen, denn ihr wisst, ich hasse Brandmunition, aber es gibt da etwas, was ihr wissen solltet. Und zwar, jetzt bin ich hier aus dem privaten Menü rausgegangen, es ist eigentlich so krass, wie viel in diesem Game noch nicht richtig funktioniert, obwohl sie so lange daran gearbeitet haben. Hochgeschwindigkeitsmunition und bevor wir das irgendwie jetzt irgendwie noch in Frage haben, Hochgeschwindigkeitsmunition ist die mit Abstand beste Munitionsart, die es in Modern Warfare 2 gibt. Mit Abstand. Und wenn man sich es anguckt, sieht man plus Geschossgeschwindigkeit minus effektive Reichweite. Und normalerweise, so habe ich es mir bis heute eigentlich gedacht, ist es doch irgendwie, welchen Unterschied macht es? Ja toll, die Kugel fliegt ein bisschen schneller, dafür nicht mehr so weit, so wo ist der Unterschied? Geschossgeschwindigkeit, Leute, erhöht sich hier. Ihr wären ja von größeren Werten. Bei 600 Metern pro Sekunde, eine Verbesserung von 15% sind mal eben knapp 700. Das ist schon heftig. Ihr merkt das sofort. Es fühlt sich dann eher an bei den Waffen wie Hitscan, so wie wir es früher hatten. Früher gab es keine Geschossgeschwindigkeit, wenn ihr aus 1000 Meter, in Anführungsstrichen, die Multiplayer-Karten waren nie so groß, auf den Gegner geschossen habt, dann hat die Kugel sofort connected und ihr wusstet, okay, hier war der Hitmarker, ich schieße weiter drauf. Das ist jetzt nicht. Das heißt, Kugeln verlieren, umso weiter sie fliegen, an Geschwindigkeit, an Power und vor allen Dingen müsst ihr dann, ihr kennt das in Warzone mit den Snipern, ihr müsst dann, wenn er weit weg ist, über dem Kopf zielen, dass die Kugel sich sozusagen in ihn reinsenkt. Das sorgt hier dafür, dass wirklich jede Waffe sich absolut anfühlt wie Hitscan. Zu einer Reduzierung der Reichweite, wo ihr eben den maximalen Schaden macht, von 2,5%. Von, ich sag mal, normale Schadensreichweite, sagen wir 40 Metern, 2,5%. Leute, ihr merkt es nicht einmal, dass die Reichweite um ein Müh reduziert ist. Dafür Geschossgeschwindigkeit, die Kugel trifft viel schneller. Ihr braucht nicht so hochhalten. Gerade auf 20, 30 Metern, wo im Multiplayer auf vielen Karten Gunfights stattfinden, werdet ihr es merken, dass es einen Unterschied macht. Und sobald ihr die Reichweite erhöht, auf die ihr auf Gegner schießt, merkt ihr seine Geschossgeschwindigkeit, die Kugeln connecten einfach besser. Oftmals ist es das Problem, dass wir eben schlechte Lag Compensation haben, einen schlechten Quellcode, alles mögliche. Geschossgeschwindigkeit hilft natürlich bei Lags nicht, aber dass das Gefühl der Waffe besser ist und dass ihr eben eher den Kill erreicht, weil die Kugel schneller den Gegner erreicht. Dicke Empfehlung von mir, solltet ihr die unbedingt mitnehmen. Und jetzt kommt die letzte, und zwar Brandmunition.
Brandmunition ist seit Jahren ein so schrecklicher Aufsatz. Und die Leute von Sledgehammer sind ja alle Pyromanen, die lieben ihre Brandmunition und ihre Brandshotguns und ihre Brandminen und ihre Brandgranaten und Shipment, das brennt und alles dort brennt. Dieses Jahr ist es Gott sei Dank nicht so schlimm, aber vor allem die LMGs, die Shotguns und ich glaube ein, zwei SMGs sogar, haben Brandmunition. Das ist 7,62er Munition, das heißt generell mehr Durchschlagskraft eigentlich. Hier ist es so, plus Brandschaden plus Fahrzeugschaden. Und dann denkt man, wieso, wenn das Fahrzeug brennt, also wie so ein Panzer Brandmuni abbekommt, was passiert da? Ist es eigentlich sehr, sehr krass. Der Brandschaden bedeutet, pro Schuss, den ihr auf den Gegner macht, macht ihr 3 bis 6 Schaden mehr. Das ist so Random Generator, sag ich mal. Wenn ihr überlegt, pro Schuss, den ihr trefft, 3 bis 6 mehr Schaden. Es gibt sehr viele Waffen, wo ihr, je nachdem welche Reichweite ihr habt, einen Schaden mehr braucht, damit ihr eine Kugel weniger braucht. Eine Kugel weniger aus einer SMG macht sich für euch sofort bemerkbar. Das ist der Unterschied zwischen, es ist eine gute Waffe, die Waffe ist komplett OP und die Waffe ist absolut Dogshit. Dazu Fahrzeugschaden. Nicht nur Panzerbrechen sorgt dafür, dass eben Panzerschaden oder Fahrzeugschaden größer ist, sondern auch Brandmunition und noch mehr als panzerbrechend. Während, ich glaube, Ace hat es getestet mit dem LMG, da hatte er bei der panzerbrechenden Munition 1,5 Magazine für den Reason gebraucht und mit panzerbrechend nur noch ein Magazin. Mit der Brandmunition braucht ihr weniger als ein Magazin. Ich glaube, 8, 9, 10 Schuss sind noch übrig. Das heißt, wenn ihr vorhabt, auf Drohnen zu schießen oder Panzer oder Autos oder sonst was, Brandmunition ist the way to go. Ihr verliert allerdings komplett die Durchschlagskraft. Das heißt, ihr könnt durch keine Tür mehr durchschießen. Da kommt nichts mehr durch an, keine Wand. Ihr verliert Geschossgeschwindigkeit 5%, macht sich schon bemerkbar. Und ihr verliert effektive Reichweite 10%, macht sich auch bemerkbar. Das hier, Leute, eine ganz klare Empfehlung, wenn ihr Multiplayer Close Range spielen wollt. Also wirklich vielleicht Farm 18 mit einer SMG oder sonst was. Das hier ist die beste Munition dafür. Wenn ihr einen Aufsatzplatz frei habt, und ich hasse Brandmunition, einfach die Tatsache, dass man merkt, dass man brennt, das hier ist die way to go. Wenn ihr Long Range Gunfights haben wollt, Hochgeschwindigkeitsmunition. Wollt ihr allerdings auf Drohnen schießen, auf Streaks schießen, nicht so sehr davon genervt werden, der letzte Tipp, und der ist, finde ich, auch, muss man ganz ehrlich sagen, für Multiplayer vor allen Dingen interessant, panzerbrechende Munition. Sehr, sehr stark gegen Streaks. Ihr könnt durch Türen ballern, durch Wände ballern, durch alles. Hochgeschwindigkeitsgeschossmunition solltet ihr überlegen, ob ihr in eurem Warzone 2 Loadout oder auch DMZ mitnehmen wollt. Gerade da, wo ihr Gunfights habt, die über längere Reichweite sind, ist das meiner Meinung nach eine der besten Munitionsarten, die wir im Game haben. Ich finde es ehrlich gesagt super schade, dass ich habe wirklich extra 60, 70 Euro ausgegeben für einen Zweit-Account auf dem PC, damit ich eben Videosachen testen kann, privat testen kann. Und ich sage es euch als Creator, seit 3 Wochen versuche ich immer wieder irgendwas privat aufzunehmen und das Game crasht auf dem PC, das Game crasht auf der Konsole, es crasht einfach andauernd. Aber wenn ihr euch jetzt die ganzen Munitionsarten anschaut, lasst mich 2 Sachen wissen. Die erste, habt ihr gewusst, dass Hochgeschwindigkeit so geil ist? Hochgeschwindigkeit? Und das zweite, hat es euch geholfen, Leute? Wenn ihr irgendwelche Fragen zu MB2 habt, Tipps, Aufsätze, Tricks, die ihr irgendwie erklärt haben wollt, sonst was, schreibt das gerne in die Kommentare. Mir macht es aktuell sehr, sehr viel Spaß. Super coole Aufrufzahlen, super viele neue Zuschauer dabei. Ich freue mich sehr. Finde auch, dass es echt vernünftige Sachen dieses Jahr sind, die wir irgendwie diskutieren können, vorstellen können. Jetzt habe ich gerade erfahren, dass die neue Season einfach bis 1. Februar geht. Das heißt, wir haben eine Season mit 4 Waffen, 2 Maps, Shipment und Shoothouse. Das Mid-Season-Update kommt am 14. Dezember. Eine Season mit 2 Remastered Maps für 3 Monate. Wisst ihr was, Leute? Natürlich kann man ja langsam Content bringen. Aber wir haben hier ein COD, was 2 Jahre halten soll. Es kann nicht sein, dass wir bis zum DLC nächstes Jahr, wo man dann 10 Maps kaufen kann und 3 Waffen und 3 Operator, einfach nur so 3 Seasons bekommen und das war's. Also mal gucken, was da noch wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich bin raus.